Hallo, Rides in the Storm hier mit dem XXM und später den NGM Mixer. Der XXM ist ein Dual Mixer mit A und B Sektion. Jede Sektion hat 4 Kanäle. Bei A haben wir ein Normal Out und ein Inverse Out. Bei B ein Normal Out und ein Master Out, der die beiden Sektionen zusammenmischt. Also haben wir einen 8-Kanal-Mischer. A ist zu B normalisiert, das heißt, wenn ich jetzt mal hier reingehe, höre ich auch die Kanäle, die in A gepatcht sind. Patche ich dann wieder hier, wird das unterbrochen und es erscheint die B-Sektion hier. Und die anderen blende ich dann runter. Jetzt habe ich quasi für den Kanal hier. Die Klangqualität ist äußerst clean, verzerrungsfrei, rauscharm. Ich kann das Ganze auch im Stereobetrieb nutzen. Meine Volumas zählen dann quasi als Panning. Also Sektion A zum Beispiel links, Sektion B rechts. Damit kann ich dann links und rechts hier einstellen. Ist dann aber nur 4-Kanal-Stereo. Die B-Sektion hat hinten auch Jumper. Dort kann ich von AC to DC umjumpen. B ist auch DC von Werk aus. Das heißt, DC ist auch für CV-Signale geeignet. Gehen wir zum nächsten Modul, das ist der NGM, ist auch Dual ausgelegt, aber ein Passivmixer mit einer aktiven Genstufe. Jetzt patche ich hier mal um und gehe mal hier in mein Out rein. Ich habe hier bis zu 5 Inputs, jede Sektion. Einstellen, ist auch äußerst sauber und geht dann ab einer gewissen Position in die Zerrung ein. Der Mixer mixt quasi im Verhältnis 1 zu 1. Jedes Signal ist genauso laut, ist also perfekt, um Wave zu mischen, wo es jetzt nicht auf Lautstärkeunterschiede ankommt. Auch für polyphone Chains geeignet, wenn man schnell was zusammenmixen will. Perfekt. Er braucht wenig Platz und klingt wirklich gut. Bei XXM ist noch eine LED am Schluss, die zeigt quasi an, wenn am Master es in Clipping geht, also eine Overload-Anzeige. Die habe ich hier nicht. Von daher muss man dort zuhören. Man kann aber sagen, so bis 1 Uhr ist es clean und ab dann fängt es dann an, je nachdem wie viel Signal ich hier habe, soft zu clippen. So, das war's jetzt zu den beiden Modellen.